Dienstag, der 3. November. Ich habe heute keine Vorlesungen, die sind immer mittwochs und donnerstags, also die nächsten zwei Tage. Aber ich muss heute mein Bachelor-Proposal einreichen. Und zwar ist es so ein Formular, wo ich eben beschreibe, was genau mein Thema ist und was meine Vorhergehensweise ist und so weiter. Und dann habe ich noch ein paar Hausaufgaben, die ich machen muss, weil ich neben der Bachelorarbeit auch noch andere Kurse habe, wo eben ganz normale Abgaben erforderlich sind am Ende des Semesters. Und ich habe auch schon die letzten Tage genau meinen Zeitplan festgelegt. Also ich hoffe, ich schaffe das alles in der Zeit, die ich mir dafür gebe. Ich habe noch Zeit bis Ende Januar, also noch so knapp 3 Monate, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. In der Bachelorarbeit wird es um Co-Design gehen. Da geht es halt einfach darum, dass man als Designer mit Nicht-Designern zusammenarbeitet, eben in einem kollaborativen Prozess und dann eben zum Beispiel ein Produkt gestaltet. Und das habe ich halt ungefähr so in der Form auch vor. Und ich habe ja schon mal erzählt oder angedeutet, dass ich euch einbinden möchte. Und zwar wird mein Ziel sein, am Ende ein Produkt zusammen mit euch zu gestalten. Also ihr könnt dann immer abstimmen, über Instagram zum Beispiel auch. Deswegen, wenn ihr Bock habt mitzumachen, habe ich euch mal mein Profil auch in der Infobox verlinkt. Da heißt einfach nur Jette auf Instagram. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich euch immer so kleine Abstimmungen geben. Und dann am Ende haben wir hoffentlich ein richtig cooles Produkt oder auch mehrere Produkte entworfen, die ihr am Ende euch dann auch holen könnt. Also ja, das ist so die Idee. Ich bin gerade an der Planung. Also ich habe an meinem iPad die ganzen kommenden Wochen auch schon geplant. Ich kann euch das mal zeigen, wie es aussieht. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt den Oktober, den November. Da habe ich dann mal so meine Kurse eingetragen. Und gerade habe ich eine Abgabefrist für mein Exposé. Das habe ich heute abgegeben. Und jetzt fange ich eben an mit der Recherche und mit dem Theory Writing. Ich muss nämlich einen Theorieteil und einen Praxisteil abgeben. Und dann den Praxisteil mache ich dann später im Dezember, wenn der Theorieteil fertig ist. Und dann seht ihr hier auch zum Beispiel meine Deadline am 29. Januar. Ich habe aber nicht nur diese Bachelorarbeit, sondern nebenbei auch noch 3 andere Kurse. Und da habe ich jetzt eben eine Hausaufgabe, die ich machen muss. Und zwar ist das auch so zum Thema Research, also wie macht man richtig Design Research. Deswegen muss ich mir jetzt einen Artikel raussuchen und den eben durchgehen und so ein bisschen analysieren, wie andere halt Design-Recherche machen, damit ich das eben dann auch selber anwenden kann. Das ist jetzt mein schöner Text, den ich gerade verfasst habe. Und zwar sollte ich eine Quelle analysieren, wie die Recherchemittel verwendet haben. Ich lerne gerade sehr viel über so Designrecherche, einfach auch als Vorbereitung auf meinen Theorieteil, den ich jetzt schreiben werde. Erstmal höchstwahrscheinlich jetzt den November. Also ich guck mal, wie viel ich im November schaffe. Hoffe das meiste. Genau, aber deswegen war das auf jeden Fall schon mal hilfreich, dass ich jetzt genau weiß, wie man am besten bei Designrecherche vorgeht. Und morgen habe ich um 8 Uhr einen Kurs. Da geht es auch nochmal genauer so um Methoden, die man nutzen kann für Recherche. Und dann werde ich als nächstes mal so ein bisschen planen, wie ich dann genau mit meiner Bachelorarbeit vorgehen möchte. Denn so langsam muss ich mal anfangen. Und jetzt kann ich hier auch meine ganzen To-Dos für heute durchstreichen. Und morgen geht's dann weiter und übermorgen auch mit der Uni. Das habe ich auch geschafft. Neuer Tag, wieder am Laptop. Anders kennen wir es nicht. Ich werde jetzt heute mehr zu meinem Thema recherchieren und mir ganz viele verschiedene Artikel durchlesen. Ich habe da schon gerade so ein paar gefunden, die ich interessant finde. Mein Thema heißt übrigens Influencing Design. How can social media be used for co-design? Genau, also ich will zusammen mit euch etwas gestalten und eben dann untersuchen, inwieweit man mit Tools, die man auf Social Media hat, also zum Beispiel Instagram-Umfragen und so weiter, irgendwie gescheite Produkte gestalten kann. Das schreibe ich halt gerade ganz fleißig auf, wie das genau sein soll. Ich bin gespannt, ob auch
unter euch Leute sind, die gerade ihre Bachelorarbeit schreiben, egal in welchem Bereich, in welchem Fachgebiet, schreibt gerne mal rein, worüber ihr so schreibt. Das würde mich mal interessieren. Ich mache jetzt eine kleine Pause, denn es ist so schönes Wetter draußen und ich glaube, ich brauche mal einen Spaziergang. Später muss ich noch Wäsche machen. Die liegt hier auch schon ein bisschen. Und dann gucke ich mal, was der Tag noch so bringt und wie weit ich mit meiner Recherche komme. Es ist jetzt gleich 4 und ich habe mir jetzt diesen Artikel hier rausgesucht, den ich jetzt erstmal hier schön lesen werde. Und zwar gehe ich so vor, dass ich mir einfach alles markiere, was ich irgendwie relevant finde für meine Fragestellung. Und so kann ich mir schon mal etwas an Wissen aneignen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich gerade am Anfang super viel durchzulesen. Heute Abend zum Dinner eine Tofu-Veggie-Bowl gekocht und jetzt lese ich noch ein bisschen in meinem Buch weiter und ich habe noch einen Ingwer-Tee gemacht. Jetzt genieße ich so ein bisschen den Abend und schalte noch mal so ein bisschen ab. Dann geht es morgen um 8 weiter. Ich habe gerade meine erste Pause und habe mir gerade ein Müsli gemacht. Es ist jetzt 10.13 Uhr und ja, gerade sind wir halt in dem Kurs drin. Der geht auch noch bis um 1. Also ich habe heute einen richtig langen Tag, aber immerhin zwischendurch so ein paar 15-Minuten Pausen. Jetzt habe ich mir für die erste Pause was zu essen gemacht und ich habe ja auch noch einen Ingwertee. Immerhin muss ich nicht zur Uni fahren, sondern kann einfach vom Bett zum Schreibtisch gehen. Coffee Time. Jetzt habe ich gerade Pause Nummer 2 und mache mir einen Kaffee. Yum! Jetzt habe ich mir gerade einen Kaffee gemacht. Und jetzt ist es gleich 12, also sitzt da schon seit mehreren Stunden. Und bis 1 geht's noch weiter. Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time. And it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about Typical Vorlesung. So, es ist 16.30 Uhr. Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Jetzt habe ich auch echt wieder richtig Hunger. Ich glaube, ich werde heute noch was kochen. Genau so ein bisschen wie gestern. Und ja, gerade eben hatte ich jetzt noch einen Kurs über so Entrepreneurship, heißt der. Also da geht es halt darum, dass man sich ein Business ausdenkt und einen Businessplan macht und so. Also ich habe so ein paar Managementkurse, die ich immer abarbeiten muss. Und ich finde eigentlich Business Planning super interessant. Nur noch so viele Kurse zu haben neben der Bachelorarbeit ist auch schon echt ein bisschen tough. Ihr kennt das bestimmt, wenn man halt seine Bachelorarbeit schreiben will, dann bekommt man irgendwie Hausaufgaben auf in jedem Kurs und muss die auch noch machen. Und die sind immer wöchentlich fällig und dann arbeitet man eher an den Hausaufgaben und nicht an der Bachelorarbeit. Also ja, so sieht das halt momentan bei mir aus. Deswegen, man ist halt immer nach so 8 Stunden Uni so müde, dass man es jetzt einfach nicht schafft, sich jetzt noch hinzusetzen und was für die Bachelorarbeit zu schreiben. Und zwar bin ich gerade dabei, mir eigentlich Quellen aufzuschreiben und die so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, also eigentlich echt so Literaturrecherche. Ach ja, und das dauert halt immer echt lange. Also ich glaube, so die Vorbereitung und so, das ist schon normal, dass es lange dauert, weil wenn man dann später am eigentlichen Schreiben ist, kann man sich dann so Zeit sparen. Das habe ich auch so gehabt, als ich mein Buch geschrieben habe. Da habe ich ganz viel vorbereitet und ganz viel gebrainstormt, mir Sachen überlegt, mir einen Plan gemacht und durch das Plan habe ich dann eben zum Ende hin nicht so lange gebraucht, als wenn ich das aufgeschoben hätte. Das ist leider eine ganz gute Strategie eigentlich. Heute gibt es eine Tofu-Kichererbsen-Bowl, so ein bisschen Scrambled-Tofu mit Spinat und Sudels. Ich habe das Gefühl, mein Leben besteht momentan einfach nur aus Essen, Schlafen und am PC sitzen. For sure, I've never been so close.
Freitag, es ist gerade 10 Uhr. Ich habe gerade Frühstück in the making und zwar mache ich Granola und eine Acai Bowl. Die mache ich hier immer in meinem Smoothie Maker. Außerdem gibt es hier Granola. Das mache ich nämlich immer selber und das Rezept davon, das habe ich euch auch mal in einem Video gezeigt, das habe ich hier mal verlinkt. Mmh, yum. Da kommen immer noch so Cranberries oben drauf. Ich werde jetzt ein paar kreative Instagram-Fotos machen. Und zwar versuche ich gerade so ein bisschen, auch aus Zeitgründen, etwas vorzuproduzieren, dass ich halt eben schon für die kommende Woche so, weiß ich nicht, 3 bis 4 Instagram-Posts fertig habe und dann kann ich die halt die Woche verteilt hochladen, damit ich eben unter der Woche mich mit der Uni beschäftigen kann und irgendwie nicht so 1000 Sachen gleichzeitig machen muss, weil ich finde es einfach besser, wenn man sich so auf eine Sache konzentriert. Ich gucke auch oft so auf Pinterest nach Inspiration und ich glaube, ja, ich will mal irgendwas in die Richtung machen mit meinen Kunstsachen. Da fällt mir bestimmt was Gutes ein. Ich bin ja richtig bewaffnet mit Pinseln. Das ist für das erste Foto. Mir sieht es noch nicht ganz so artsy aus, wie ich dachte. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt genau in einen schönen Post umwandle. Aber ich glaube, das Endergebnis wird schon schön aussehen. Es sieht nur immer so ein bisschen weird aus und da muss man halt gucken, wie man das halt richtig in Szene setzt. Das versuche ich jetzt mal. Ich habe die jetzt mal aufs Handy gepackt, die Fotos, die sehen die jetzt aus. Hier hätte ich die Pinsel auch vorne drin, aber ich glaube, das andere gefällt mir dann irgendwie besser. Deswegen habe ich jetzt mal die Pinsel in die Hosentasche gesteckt. Jetzt habe ich hier so einen Spiegel eingefügt und dann danach halt noch so einen Filter draufgelegt. Den habe ich hier mit, den habe ich hier selber gemacht mit ViscoCam. Und jetzt plane ich hier das Feed quasi in dieser App. Und dann kann ich halt sehen, wie das mit den anderen Bildern zusammen aussieht. Ich habe jetzt tatsächlich mal wieder einen Call. Diesmal aber nicht mit der Uni, sondern eben für meinen YouTube-Channel. Ich muss auch noch heute ein Video schneiden, nämlich diesen Vlog hier, der am Sonntag online kommt. Es ist halt echt immer so eine Sache, das eben auch noch alles mit YouTube und so unter einen Hut zu kriegen. Nicht eben nur die Bachelorarbeit zu haben, sondern halt auch noch den Kanal und die Videos und den Instagram-Content und so weiter. Deswegen lebe ich gerade an diesem Tisch, wie ihr in diesem Video gesehen habt. Es ist halt echt immer so eine Sache von Multitasking. Ich mache auch jetzt öfter Uni-Vlogs, also ich mache die relativ regelmäßig, vielleicht so im 2-3 Wochentakt und dann wisst ihr auch immer genau, was mal ein bestimmtes Ding ist mit der Bachelorarbeit. Das ist bestimmt interessant, dann auch gerade, wenn es zum Design-Part geht, wenn ich die ganzen Sachen gestalte für meine Bachelorarbeit, das dann zu sehen. Also auf jeden Fall abonnieren, um das nicht zu verpassen, Glocke aktivieren auch nicht vergessen, damit du keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video und nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.